Hallo und herzlich willkommen zum Ship Showdown und Free Fly Event 2020. Ja, die erste Phase ist bereits vorbei, die lief bis zum 7. September. Da durften wir die Schiffe auswählen, die Top 16 der flugfähigen Raumschiffe in Star Citizen. Und diese Top 16 rutschen jetzt in die zweite Phase, die heute beginnt, nämlich um exakt 18 Uhr. In der zweiten Phase werden also dann die Raumschiffe von uns nochmal gevotet. Es treten immer zwei zusammen an und wir wählen eins von den beiden aus und das kommt dann eine Runde weiter. Das andere Raumschiff fliegt raus aus dem Event. Das Ziel ist natürlich dann am Ende, einen von diesen 16 zum Sieger zu küren. Sozusagen, das entscheiden ja wir durch unser Voting. Die Top 4 der Raumschiffe kriegen irgendwelche, steht jetzt nicht genau da was, also irgendwelche Ingame-Goodies und kleinere Preise. Und der Gewinner bekommt nochmal einen Special-Preis. Das werden wahrscheinlich Skins sein oder irgendwelche Special-Versionen davon, das weiß ich nicht. Das werden wir dann aber noch sehen. Darüber hinaus gilt während der gesamten Voting-Phase, also in der Phase 2, das Free-Fly-Event. Auch dieses beginnt heute um 18 Uhr und geht ganze zwei Wochen. Das heißt, jeder von euch kann Star Citizen, wenn er es noch nicht hat, kostenlos herunterladen und spielen. Dazu müsst ihr euch nur einen Account erstellen. Link ist unten in den Kommentaren nochmal angepinnt für die, die noch keinen Account haben. Wie gesagt, kostet euch nichts. Außerdem an der Stelle nochmal der Hinweis, den Referral-Code nicht zu vergessen, denn alle bekommen, wenn sie den Referral-Code benutzen, eine P52 Merlin geschenkt. Das ist zwar kein mega krasses Schiff, aber in geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, wenn ihr noch keinen Account erstellt habt, denkt auf jeden Fall an den Referral-Code, dann bekommt ihr 5000 Startgeld und eine P52 Merlin. Gegen 18 Uhr dürfte das dann funktionieren und dann könnt ihr euch einloggen und könnt das Spiel auch testen in vollem Umfang. Außerdem habt ihr während dieses Free-Fly-Events auch diese Top 16 Raumschiffe zur Verfügung. Was ich euch jetzt noch immer nicht genau sagen kann, ist, ob ihr über die gesamten zwei Wochen all die Schiffe zur Verfügung habt oder ob nur die Schiffe, die an den jeweiligen Tagen gegeneinander antreten, zur Verfügung sind oder ob die dann Step-by-Step rausfallen. Das müssen wir noch uns angucken, aber auf jeden Fall werdet ihr alle 16 Schiffe ingehend testen können. So viel kann ich es auf jeden Fall garantieren. Außerdem werden alle Raumschiffe auf der Website kaufbar sein, aber sobald diese quasi rausfliegen aus dem Tournament, fliegen sie auch aus dem Pledge Store. Das heißt, wenn sie limitiert sind, das ist ja immer die Voraussetzung, dann wären sie danach nicht mehr kaufbar. Die nicht limitierten, die kann man ja sowieso immer kaufen. Eine gute Nachricht auch noch für alle Einsteiger, die noch kein Game Package haben. Es wird, das werden wir noch sehen, wie das genau aussieht, es wird vergünstigte Starter Packages wieder geben zum Free-Fly-Event. Wann genau die kommen, wie genau die aussehen und was da drin ist und was die kosten, das wissen wir aber ebenfalls noch nicht. Also wird noch ein bisschen spannend an der Stelle sein. Und hier sind sie nun, die Top 16 Raumschiffe, die an diesem Voting-Event teilnehmen und damit auch für den Free-Fly und für alle anderen Leute zum Testen kostenlos zur Verfügung stehen. Nämlich die Avenger Titan, die Eclipse, die Gladius, die Hammerhead, die Reclaimer, die Carrick, die Valkyrie, die Defender, die Caterpillar, die Cutlass Black, die Prowler, die Prospector, die Razor, die Reliant Core, die 890 Jump und die Constellation Andromeda. Also da ist wirklich für jeden was dabei, auch die Prospector ist ja mit dabei, das heißt ihr könnt sogar das Mining ausprobieren, kann man sich da glaube ich nicht beschweren. So, und wir werden uns das Ganze heute natürlich im Livestream angucken, also der heutige Livestream wird dem Event hier gewidmet. Wir schauen uns die Schiffe an, wir schauen uns an, was es an vergünstigten Gamepackages oder an sonstigen Dingen auf der Website noch so gibt. Kommt einfach mit rein, wie gesagt, 20 Uhr geht's los und ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis heute Abend im Stream. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.